So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gems of War. Ich habe gerade schon eine Folge gemacht, angefangen aufzunehmen, aber habe ich dann doch aufgehört. Als ich hier rein bin, hat es gerade irgendwie 16 Sekunden lang geladen und ich weiß nicht, ob die Folge dann durch kaputt geworden wäre. Genau. Ja, ich habe ganz vergessen, die Kommentare durchzugehen von dem netten Siepelman. Tesla fehlt uns eigentlich noch, haben wir immer noch nicht. Zwergentor, Valkyrie, Tesla. So, die andere. Nein, fehlt auch noch. Alchemist, Höllenkatze fehlt noch. Hab ich glaube ich auch noch nicht. Gut, dann diese zwei Kommentare immer noch in meiner To-Do-Liste, die voll nerven. Das erste große Ziel ist, da 5 Sterne zu erreichen. Und wie bei dem Aufleveln auch, sollte man zuerst Magiekönigreiche, dann Leben angefangen, zum Schluss Rüstung machen. Wenn man es nur für die Sterne macht, nicht und nicht, weil es automatisch gerade passiert. Genau. Na, ich habe ja. Habe ich angefangen? Ketar? Oh, yes. Das ist keine Magie. Karakot hier, ne? Ist Magie, genau. Und nächster Boni. Plus eine Fähigkeitenbonus des Königreichs. Klasse Level 5. Na, die Magie wieder mal. Schalte 3 Eigenschaften von 7 Karakot-Einheiten frei. Sammle eine legendäre Einheit aus Karakot. Ha, ärgerlich, wa? Wir haben 2 legendäre Einheiten. Ne, eine war. Aborat? Ich glaube, mehr gibt's nicht. Karakot und Aborat. Ja. Was ist denn da? Kann man sich leider nicht angucken, die anderen hier. Schalte 7, ne? Ist auch noch. Gehen wir auch noch hin. Gehen wir auch noch hin. Okay, Karakot ist einfach das nächste. Aber erstmal, meine Freunde, wollten wir Herausforderung weitermachen. Und zwar den Ogerstamm. Machen wir natürlich Kriegsherr 4. Und schauen mal, ob wir überall die 5 Sterne hinbekommen mit unserer legendären Stufe. Na, die hauen schon ganz ordentlich rein, die Gegner. Oh, ich hätte braun haben können sofort. Hier, zack, alles kaputt machen. Ein etwas längerer Kampf, den man hier durchaus angehen kann. Ne? Kriegen wir ganz viel Magie und so weiter dazu. Zack, 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 zack. Naja, kannst ein bisschen Schaden machen, macht nicht viel aus. Mein Held hält das durch. Mein Held hält das durch. Champion, okay. Champion ist wahrscheinlich hier eine Herausforderung auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gewinnen. 365 Seelen und wow, okay. Da kriegt man eine ganze Menge Seelen. Oh, das war's schon. Ah, das hatte er gemeint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 5 sind 35, sind wir hier. Okay. Ah ja, okay. Das ist natürlich, kriegen wir die Herausforderung relativ schnell durch. Wenn wir quasi die Herausforderung immer nur ein einziges Mal machen müssen, dann haben wir sie nämlich komplett. Ich sehe gerade nichts. Da hier. Ein Pony. Ist schon tot. Tschung. Toad. Hm. 73 Seelen, hä? Warum so wenig? Legendär. Ich raffte doch nicht so richtig. Egal, mach mal durch. Ziehen wir durch auf alle 5 Sterne. Muss ich die vielleicht immer wieder machen, dass ich 5 Kämpfe machen kann? Quasi 5-mal auf. Wenn ich das jetzt mache, dann ist auch doof. 5-mal auf Dingensen. Auf 5er Stufe. Werden wir gleich sehen. Wenn ich eins mache, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ah, aber hier, zack, zack, zack.
Geht ohne Probleme durch. Wäre natürlich ganz cool, wenn wir 100 Seelen sammeln könnten, ne? 365, ein großer Erdstein. Also beim letzten Gegner 365. Ich hab's noch nicht so richtig gerafft. Wir machen mal hier. Steinmauer, Schwierigkeitsgrad normal. Ich mache Schwierigkeitsgrad aber auf Kriegsherr 4. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ah, fuck. Oh, das war schon. Hm. 18 Seelen. Schwierigkeitsgrad Elite. Hm. Okay. Trotz dass ich Kriegsherr 4 habe, muss ich das 5-mal machen. Ja, und 4er-Turns? Aha. Wird auch schon wieder ein 4er-Turn. Das war natürlich Kinderkram dann. Heldenhaft. Wenn ich mich immer rausschmeißen würde, sondern einfach sagen würde, nächste Herausforderung wäre ganz cool. Ja, das fände ich schon ziemlich knorke. Fände ich das. Diese hässlichen Barrieren jedes Mal. Na okay. Ja, manchmal ist es echt ein Bug, dass die immer noch angezeigt werden, obwohl sie eigentlich schon lange tot sind. Immer sehr merkwürdig. Okay, episch ist genauso wieder. Und dann halt legendär. Wahrscheinlich gehe ich einfach um diese extra Seelen. Na, hat ja schon Siebelman damals geschrieben gehabt, dass man da diese Seelen halt mehr oder weniger bekommt. Je nach Schwierigkeitsgrad. Und cool, das hat aber meine ganzen Vierer-Turns zu Penner. Hm. Seelen. Und jetzt sind es 365 dann noch. Oh, 365 Seelen, jo. Oh, die Ausnahmen sind aber ziemlich langweilig. Ja. Aber hier kann man natürlich ein bisschen rumspielen hier mit seinem OP-Team. Mmm.
alles Müll. Und lass mal jeder 21 Leben noch dazu. Das ist natürlich auch krass. Einfach mal 84 Leben dazu. Crazy, crazy. Champion Wächter Level. Ne, Tarakwächter Champion Level 39. Eins fehlt nur noch. Ich glaube, dann kommen wir in die nächste. Bei 40. Ja, mein Rot. Du Schuft. Oh, ich brauch Rot. Oh, gibt mir keiner. Blau, blau, blau. Was haben wir denn schönes in Blau oder Lila? Na, haben wir Grün. Noch extra Chance. Das ist aber doof. Oh, hier noch ein bisschen mehr Magie dazu. Oh, noch nicht ein Gegner gekillt. Hm, ist ja schlecht. Ah, die haben zum Beispiel 36 Schaden, ne? Das ist so krass. Ja, komischer Verschlinger-Typ da oben. Ich glaube, der kann verschlingen. 365 und damit haben wir das hier gemeistert. Ja, da muss man theoretisch auch die anderen alle meistern. Aber das ist ziemlich langweilig. Ich denke, ich werde die alle auf 4 bringen. Grundsätzlich alle auf 4 und dann mit euch einfach den 5er machen. Ja, damit wir es überall so auf Maximum gebracht haben. Jetzt haben wir kein Königreich mehr, was wir unbedingt machen müssen. Also würde ich sagen, haben wir irgendwo schon jetzt angefangen? Ich glaube ja, wir hatten irgendwo schon jetzt angefangen gehabt, bin ich der Meinung. Na, wird eben noch ein Blackhawk eigentlich auch nicht. Oh, ich das schon zu Ende gemacht, weil ich das schon mal gesucht hatte. Machen wir Drakt Zoom, ist das letzte Königreich, was dazu kam. Auf geht's. Eine zwangsgeräumte Party. Oi, komm und treffe meine Schwester. Es wird ein ziemlicher Spaziergang, aber Jam ist es wert. Ei, Jamhammer, sie ist der Beweis, dass heftige Dinge in kleinen Verpackungen kommen. Ha, du weißt, wer der Hammerclan, was der Hammerclan sagt. Reise mit Keckham, um seine Schwester zu treffen. Reise von Sturmheim nach Drakzum. Oh. Ein Eiswolf. Ein Eiswurm. Finde Keckhammers Schwester. Fangt das Mädchen, tötet die anderen. Habe ich gerade aufgehört, die Kommentare weiter durchzugehen, verstehe ich gar nicht. Hm. Eine gute Frage. Oh, ja, das erste große Ziel ist da, 5 Sterne zu erreichen. Ja klar, das hat man schon. Und wie bin ich dann hängen geblieben? Keck, du Saufkopf, ich hätte den Kampf auch ohne dich und deinen hässlichen Freund gewonnen. Hallo? Ha, du weißt, was der Hammerclan sagt. Ei, die Familie, die zusammen tötet, bleibt zusammen. Das ist die Wahrheit. Bitte verzeih, Jim. Du musst verstehen. Wir wurden alle von zu Hause vertrieben. Ja, aber jetzt nicht. Kann dann später erzählen, die Geschichte.
So, wir haben hier noch bei der mystischen Barren. Sollte man wohl erstmal warten mit dem Aufrüsten bis bei dir, bis man die 1 Million Seelenwaffe aus der Seelenschmiede hat. Wobei gerade keine mystische Waffe schnell. Ach ne, wobei keine mystische Waffe sehr sinnvoll ist. Bei den legendären Barren sind die wichtigsten Waffen Mank, Divine Protector für Divine Team, unwichtig für dich. Und Bergzahnmalmer, die häufigen Waffen hat man ziemlich schnell alle. Ah, wenn man hier mal guckt. Ah, doch hier Waffe. Oh, geht jetzt schon wieder rum, Alter. Das ist so krass, dass ihr die Einheiten nicht so einfach laden kann, ne? Bei ganz normalen Einheiten hier, Dinger. Meine 196 kann man quasi schon mal, zack. Die auf Maximum aufrüsten, die Axt des Kriegers. Zack, hier haben wir Attacke, Attacke, Rüstung, Attacke, Attacke. Für den ersten gehen da 17 Schaden zu. Ja. Die ja wahrscheinlich auch easy, auf jeden Fall, war ja doch nicht so easy. Aber die ganzen normalen Waffen sollte man easy hinbekommen. Kosten ja auch nicht, aber da sind ja nicht allzu viele Punkte, die man da rein investiert, ne? Seltenheit, gibt es das hier irgendwo? Ah, hier noch Seltenheit. Hier noch Raufstein, Erbschein gibt es ja nicht. Na, und die kann man quasi, oder muss man hier quasi alle aufrüsten. Stand es da was? Habe ich anscheinend schon, warum auch immer. Stab, achso, hatte ich schon mal getestet wahrscheinlich. Okay, das ist natürlich easy, ne? Alle mal kurz auf Maximum zu bringen. Magie, Attacke, Leben, Attacke, Attacke. Speer des Jägers. G-Rüstung, Attacke, Magie, Attacke, Attacke. Na, ah, bringt halt alles nicht so viel, ne? Attacke, Rüstung, Attacke, Leben, Magie. Schwert der Helden. Attacke, Rüstung, Attacke, 4 Leben, Magie. Und dann noch den Hammer des Priesters in dem Pfadfinderbogen. Attacke, Leben, Attacke, Attacke, Magie. Ist jetzt alles nicht so wertvoll. Na, dann haben wir schon mal alle die untersten Barren Attacke, Attacke, Leben, Attacke, Attacke. Die untersten Barren alle verwendet. Zack. Alle plus 5. Ja, dann geht's hier quasi weiter. Aber hier habe ich gar nicht so viele von denen. Von denen hier. Habe ich 76 interessanterweise. 36. 21 und hier Krampfschrei des Kriegsherrn. 55 brauchen wir dafür. Und Drachenklau, ja, die sollte man auf jeden Fall, na, stimme ich zu, wahrscheinlich für die andere Waffe da aufheben, die man sich da schmieden kann. So, nehmen wir uns ein bisschen Geld mit, na, würde ich sagen. Wenn der Ladekreis gleich weg ist. Hier stehen noch die Seltenen einigermaßen stell, und im Rest von Selten ist eh bestellt. Also man schaut, für welches Königreich man eine Waffe upgraden muss und dann die mit der geringsten Seltenheit bevorzugen. Bei den legendären und mystischen also am besten nicht einfach drauf los upgraden, sondern überlegen, welche Waffe am sinnvollsten ist, da die ziemlich selten sind und das lange dauert, bis man eine komplette Max hat. Ja, dauert halt. Waffe ist zwar nicht gut, dass das eine Mal, als ich gefragt hatte, ob ich diese eine Waffe im Invasionsmodus kaufen sollte. Anscheinend immer die Waffen kaufen. Waffe ist zwar nicht gut, trotzdem sollte man immer alles kaufen. Man braucht die für die Königreiche jetzt, davor einfach für die Sammlung just to have. Okay, stimmt. Ne, für die Seltenheitsstufen brauchen wir da wahrscheinlich besser oder mehr Waffen, bessere Waffen, wie auch immer, um da voranzukommen. Gut, meine Freunde, kurze kleine Pause, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Gems of War. Bis dahin. Ciao.